So, und hier befinden wir uns auch schon, wie gesagt, was machen Männer aus Langeweile? Männer schauen sich Autos an. Und ich habe hier vorne schon beim VW-Händler schon was sehr Interessantes gesehen. Und ja, schauen wir doch mal gerade. Guck mal einer an, da haben wir doch den Golf 8 GTI. Sehr schön. Und auch ein GTE. Noch ein GTE, ja, guck mal, schöne Farben hier. In Weiß. Und das ist ein normaler Golf 8. Ach guck mal, hier kann man sich auch mal gerade eben anschauen. So. Schauen wir uns nochmal die Kiste von hinten an. Wir haben einen Golf E-TSI, ist das also so ein Hybrid quasi. Und ein Golf GTI, oh, die Endrohre, die sind aber am Glänzen, würde ich sagen, ne? Ja, doch. Ja, doch. Kann man sich antun. Hier haben wir einen GTE, logischerweise dann ohne Endrohre. Noch ein GTE in Grau. Ein GTI, also in Schwarz finde ich schön. GTE, GTI, also ist schon... Die Felgen könnten... Ja, ich glaube, es gibt schönere Felgen für ein GTI. Was hat denn der hier, der Weiße? Ja, dieselben Felgen würde ich fast meinen. Also in Weiß finde ich den echt schön, aber oh, Weiß ist so eine Farbe, die kannst du jeden Tag sauber machen, glaube ich. Die kannst du echt jeden Tag reinigen. Ja gut, viel sehen tun wir jetzt von innen nicht, aber gut, es gibt ja genug Innenvideos auf YouTube. Ach guck mal, der hat auch hier die Nebelscheinwerfer in der Stoßstange, haben sie auch nicht alle. Der hat das auch, der auch. Haben sie anscheinend alle. Naja gut, gehen wir mal weiter. Oh, guck mal da. Eieieiei. Das ist natürlich auch ein schickes Auto. Mit Atheon, der neue. Boah. Was soll der kosten? 75.000 Scheine. Uiuiuiui. Also ich finde den schon. Ah, die Rücklichter sehen auch schön aus. Ne? Also muss man ja mal sagen. Guck mal einen an. Sieht doch schick aus. Ja. Achso, falls ihr das Video so ein bisschen anders ist, ich filme gerade in 30 Bildern pro Sekunde, weil so kriegt man bei Nachtaufnahmen einfach ein schöneres, helleres Bild hin. Da muss man nicht so krass aufblenden. Oh, der ist auch. Oh, wow. Also das ist eigentlich so ein Auto, wo ich echt überlege, ob ich, boah, würde ich doch gerne mal ein A3 Limousine. Ach, der ist schön. S-Line auch noch. Boah. Facelift, nicht der neueste, aber boah, der macht mich an, nur 25.000 Euro, naja geht, was hat der denn? Schauen wir doch mal gerade mal auf den Zettel drauf, 150 PS, 1,5er Motor, 33.000 gelaufen, 2018er Baujahr, ja, doch. Was würdet ihr nehmen? Also so ein A3 Limousine zum Beispiel, 150 PS, oder es gibt auch, glaube ich, welche mit 170 oder 190 PS, oder ein Golf 7 GTI Facelift. Die liegen ja preislich fast eigentlich identisch. Was würde euch denn so interessieren? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist ein Touareg, glaube ich, ne? Ja, das ist ein Touareg. 43.000 Euro, also für so ein dickes Auto gar nicht mal so viel Geld, ne? Also finde ich okay. Finde ich okay. Also nicht, dass ich mir kaufen würde, aber 43.000 Euro für so einen Brummer? Kann man machen. Ach, guck mal hier, ein Golf 6. Guck mal, ach, schön. Was kostet so ein Cabrio auch noch? Was kostet der? 20.000. Boah. Meine Güte, aber ganz schön teuer, wa? Was kann der denn? 2016er Baujahr. 16, sieht aus wie 15. So. 20.000 Euro für 30.000, aber ganz schön teuer finde ich den. Also, boah, verdammt teuer. Also, da würde ich mir lieber einen Golf 7 kaufen. Facelift kriegst du locker für den Preis. Locker. Hier, der kostet 18.000. Golf 7. Ja, gut, das sind 3 Zylinder. Okay, weiter geht's. Nächster Golf 7. Hier, 1,5er TSI, 150 Pesen. 23.000. Auch nicht gerade günstig. Puh, gehen wir mal Richtung Audi. Also Audi ist schon echt nicht verkehrt. Gut, Avant-Kombis mag ich nicht so.
Also Kombi bin ich gar kein Fan. Aha, hier stehen noch zwei Mercedes. Aha. Auch Kombi finde ich eigentlich uninteressant. Das ist ein CLA Shooting Brake. Hier haben wir, was ist denn da? Q5? Q5 müsste da sein, ne? Jo, ist ein Q5. 40.000. Ah, der ist auch schön. Ah, ist ein A4 müsste da sein, ne? 35.000. Das glaube ich auch schon. Ist das, ne, der neue, ganz neu ist es noch nicht. 2019. Da gibt es, glaube ich, noch ein Modell neuer jetzt, um ganz neu rauszukommen. Aber auch schick, ne? Kann man sich da echt antun. Ja, füllen wir mal ein bisschen Weitwinkel. Hier ist ein bisschen dunkler, aber jetzt machen wir mal ein bisschen Weitwinkel-Style hier. Ah, doch, guck mal, der Blaue, der lächelt einen schon so an, so ein schöner Kauf mich, ne? Also, der ist auch ein bisschen tief. Ah, doch. Ah, doch. Da werde ich schwach. Da werde ich schwach. A3. Früher wollte ich immer einen A3 haben. Normalen, aber seitdem die Limousine rausgekommen ist, definitiv Limousine. So ein bisschen sportlicher. Hier ist auch schön Quattro. A3. Aha. Aber noch nicht der ganz neue. Ja, Audi A1. Den gibt es in schön. Den neuen A1, den gibt es auch in schön. Ach, guck mal, ein GTI. Hei, hei. Schick. Wobei die Maße eigentlich wie der Golf 7 sind. Also die Maße sind fast dieselben. Auch Kofferraum und ähnliches. Also nur optisch hat sich ein bisschen geändert. A1 finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Nur ich finde Audi ein bisschen teuer irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber. Was haben wir hier? Ein A3 Sportback. Und noch ein A3 Limousine. Ja, gut, aber 26.000, ey, da nimmst du lieber den blauen für 25 Scheine. Also ganz im Ernst, ne? Auch noch S-Line. Da kann der von mir aus noch neuer sein, aber. Auch 150 PS. Oder doch den? Oh, was haben wir denn da für ein Golf 4 drin? Aha. Da haben wir doch irgendwas Schickes drin. Ne? Knöbel Motorsport. Aha. Aha, jetzt scheint so ein bisschen aufgemotzte Karre. Ah ja. Mit Gitter drin. Ja gut, Motor kann ich natürlich nichts zu sagen, was da drin ist. Bilsteinfedern. Ja, sieht doch auch nicht verkehrt aus. Ich denke mal, das Ding hat Leistung. Na, welcher Golf, ne? Ja. Ja, immer wieder schön diese LED-Scheinwerfer von außen. Immer wieder schön anzusehen, die Dinger. Immer wieder schön. Spiegelkappen Silber passt auch, ne? Aber okay, weiter geht's. So. Standard schon LED-Scheinwerfer mit dabei. Oder ist das Halogen? Nee, da muss doch LED, hat er doch, glaube ich, ne? Der hat doch standardmäßig immer LED, soweit ich jetzt weiß. Was haben wir hier für ein Seat Ibiza? Also Seat hat sich auch in den letzten Jahren echt gemacht, ne? Also. Doch, mit LED-Schein. Also ich finde den nicht verkehrt. Ne? Auch Polo GTI, der sieht dem ja eigentlich, ist ja eigentlich fast dasselbe Ding. Der guten Einser natürlich nicht. Aber davon dann die Sportversion. Hier haben wir einen Leon ST. Oh, Kombi war ich nie Fan, aber einen Leon wollte ich auch mal haben. Wo ich die Story mit meinem Leon hatte, wurde dann der neue Leon für mich interessant. Der erste normale Hersteller, sage ich mal, mit LED-Scheinwerfern, der damals das geboten hat. Polo. Hier haben wir dann die ganze Reihe an VW-Ups und Pololos. Was kostet so ein Up? Was meint ihr? Schätzen wir. Ah, Alter, 7.200 Öffi. Also für 60 PS ein 1 Liter Motor, glaube ich, kriegst du für 7.000 € definitiv was Schöneres. Nicht, dass das Auto schlecht ist, aber. Und der Polo, mein Gott, der Polo, der hat sich echt gemacht, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich überlege, zu meiner Zeit Polo 6N2 und im Gegensatz zu dem Polo, boah, hat sich echt einiges getan. Und mittlerweile ist das auch nicht mehr so eine kleine Flitsche. Gut 15.000 € für 95 PS. Ich weiß gar nicht, hatte auch schon drei Zylinder, der 1 Liter bestimmt. Ach, guck mal. Ach, das ist genau das, was die Männer, wir haben dieses Problem, und zwar die Autos, die lachen uns immer an,
Das ist sogar ein TCR Golf 7 GTI Facelift TCR. Hier nochmal Arteon und Golf 8. Der neue Golf, hier kann man den nochmal Probe fahren, aber der ist, boah, 280 PS meine ich hat der. Boah, da bist du schwach, ne? Ist auch so eine Lackierung, ist auch nicht so standardweiß, oder? Irre ich mich da? Oh, die Felgen. Uiuiui. Eieieiei. Das höchste an Golf 7, was du momentan kriegst, GTI, außer der R natürlich, aber kostet 37.590 Euro. Heia. 290 PS oder nicht 280. Ah, schick. Schick. Auch ein bisschen tiefer, meine ich, oder sind das die Schweller unten, die das machen? Ja, doch. Kann man so fahren, ne? Was ist das? Das ist ein. Ist das ein T-Roc? Oder ein Golf 8? Noch ein Golf 8. Was sind die Golfs? T-Cross, da genau. T-Cross. Ist das der, den ich mal Probe gefahren bin? Oder ich mal ins Leihwagen? Ja, das ist der, den ich mal gefahren bin. T-Cross. Eine Sache muss ich echt bemängeln. Also, das Auto ist schön und gut. Ich hatte den mal, solange meiner zur Inspektion war, habe ich mal den Probe gefahren, durfte ich den fahren. Und ich muss echt sagen, also hier vorne dieses Armaturenbrett und hier die Armlehnen, hart Plastik. Hart Plastik, nicht Soft Touch über den Golf 7, hart Plastik. Also sehr, sehr eklig vom Gefühl her, finde ich. Ich weiß nicht, das Auto kostet 22.000 Euro und da haut man sich Plastik vor, finde ich, also totales No-Go. Also auf jeden Fall ins Auto erstmal reinsetzen, einmal fühlen, bevor man so ein Ding kauft. Die 1.5er TSI Sport Edition 30.000. Also ich habe den Golf 8 GTI schon für 30.000 Euro im Internet bei einem VW-Händler gesehen. Also im Internet finde ich ehrlich gesagt ein bisschen teuer. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Würdet ihr euch einen Neuwagen kaufen? Also als Privatmensch? Also ich würde persönlich nie einen Neuwagen mir konfigurieren. Es sei denn, du hast irgendwie eine Firma, worüber du das quasi dann die ganzen Steuern absetzen kannst und ähnliches. Aber so als Privatmensch, glaube ich, lohnt sich das echt nicht. So, die haben hier noch Seat angebaut. Guck mal, auch nicht schlecht. Müssen wir uns gleich auch mal anschauen. Audi, oh. Also bei Audi wurde ich immer schon schwach. Ich weiß nicht, also Audi hat echt schöne Fahrzeuge. Das sind aber alles Kombis da drin. Mann, warum denn so viele Kombis? So, das ist ein A4, ne? Oder ist es ein A6 schon? A4 oder 6 müsste das sein. Aber das ist auch ein A6. Das ist ein 6er und das müsste ein 4er sein, meines Wissens nach. Da hinten haben wir Q1, Q3. Hier auch. Aha, hier noch haben wir noch ein IQ3. Die Elektrosparte von VW. Und hier ist auch ein IQ3. Was haben wir denn hier noch Schönes drin? Sieht man nicht, ist der tiefer? Der sieht mir tiefer aus, ne? Oder wirkt das nur so? Das ist ein S-Line. Ja, S-Line, die sind gleich immer so ein bisschen tiefer. Hat die Front hat irgendwie was, ne? Also sieht anders aus, aber hat irgendwie was. Dann wollen wir mal zu Seat gehen. Also nebenbei auch natürlich werde ich nicht nur jetzt die VW-Autohäuser abklappern mit euch, sondern natürlich auch mal BMW, Mercedes etc. In Bielefeld hat ein Mercedes sehr schön umgebaut, aber man muss natürlich jetzt gerade reingehen bei Corona-Krise, ist nicht, deswegen gehe ich lieber abends so raus, wo ich weiß, da sind nicht viele Leute. Mal ein bisschen den Lockdown ausnutzen, euch mal ein bisschen mitnehmen. So, Seat, was haben wir hier von Seat? Oh Mann, da muss ich jetzt aber raten. Boah, das ist, kenne ich nicht, Überfracht. Erinnert mich so ein Stück an Volvo von der Front. Das ist ein Leon. Oh, das ist der neue Leon. Ach du Scheiße. Yo. Boah, da fand ich den alten ein bisschen hübscher, weil der alte sah ja aus wie ein Golf, aber der sieht ja mal komplett anders aus, ne? So ein bisschen, weiß ich nicht, also, okay. Muss man auf sich wirken lassen, FR, also vom, oh doch, vom, ach doch, yo. Also vom Heck, doch. Mit der, ich glaube, das haben aber nicht alle, die haben so eine durchgehende Bremsbeleuchtung hinten. Was mit Auspuff? Ja, wahrscheinlich nur Blenden, ne? Aha. Hier ist dann nochmal ein Schwarz, E-Hybrid.
schick eigentlich. Von vorne so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier haben wir nochmal, hat jemand die Klappe offen gelassen für einen Stromanschluss. Ja, geht, ne? Also anders. Anders. Aber okay. Hier haben wir, oh Gott, boah, da muss ich jetzt raten. Das ist auf jeden Fall ein Cupra. Der hat Leistung. Das müsste, ist das ein Ateca? Boah, das ist ein Ateca, habe ich recht. Und das ist ein. Derselbe, oder? Nee, das, oder? Nein. Aber schon ein Biest vorne. Ne? Also ich weiß, das Logo ist Cupra. Sprich dann die Sportversion. Aber welcher das jetzt ist, boah, da müssen wir jetzt aber ran. Ne? Da steht auch nur Cupra drauf. Ihr wisst es doch bestimmt, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, okay. Anders. Also von Seat anders, ne? Muss man auf sich mal wirken lassen, so. So hinten so ein bisschen so platt wie der Golf 8, so ein bisschen so. Auch die Farbe ist, glaube ich, auch wie beim Golf 8. Ne? Man merkt schon, VW-Konzern, die gehören alle so ein bisschen zueinander. Ja. Steht denn hier was an Leistung, was der hat? Cupra, ach, Formentor. 2.0. Graphengrau. Steht aber, glaube ich, nicht zur PS-Anzahl, ne? 228 kW. Ja, jetzt müssen wir mal umrechnen, wie viel PS das sind. Formentor, ah ja. Gehört, aber noch nicht gesehen. Schick. Dann haben wir hier noch Leon ST, müsste das jetzt sein. Sprich dann die, oh Gott, die Felgen. Also, nee, Alter. Ist das ein Hybrid oder ist das. Also ich weiß nicht, diese Felgen sind so. Die finde ich schon wieder in Ordnung, ist okay, cool. Aber diese. Mann, dann hau doch Radkappen drauf, dann sieht es genauso aus. Also, weiß ich nicht. Leon ST, Leon ST Ateca. So. Warte mal. Stellen wir euch mal auf Weitwinkel um, dass ihr noch ein bisschen was mitkriegt. Ja, ich denke, das war's. So, wie gesagt, das ist so typisch so ein Männerrundgang. Ne? Wir Männer, wir kennen es, uns ist langweilig, wir gehen Autos gucken. So, scheißegal, ob wir uns die leisten können oder nicht gucken. Gucken muss sein. Früher war das echt toller Sonntag, da konnte ich ins Auto reinsetzen. Die Autohäuser hatten in der Regel alle offen. Konnte sich reinsetzen, konnte ein bisschen gucken, probieren, machen, tun. Aber jetzt ist das halt durch Corona, ist verständlich, ist okay, muss man halt nicht machen. Wenn man jetzt wirklich Interesse an Auto hat, dann kann man sich natürlich einen Termin machen und das Ganze mal Probe fahren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr Bock auf mehr solcher Videos habt, es geht dann auf zu den nächsten Autohäusern. Ich denke, ich werde das auch einfach mal machen. Ich bin so ein Typ, der labert so einfach frei aus der Tasche raus, wie man so schön sagt. Und ja, dann lasst doch gerne ein Abo da. Road to 1000 haben wir jetzt hier aktuell. Falls wir wollen auf die 1000 Abonnenten, beziehungsweise ich natürlich, mache das Ganze alleine. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Deception raising.